bitch-ass bullshit. Dann machen wir schnell die Stelle nochmal. Das dauert ja immer ewig und drei Tage. Mal sind die voll schnell weg, dann dauert es wieder. So, jetzt ist es nicht weg. Okay. Alter Schwede, ey. Ja, das war Absicht. Wenn das hier drin nicht mal gleich voll abgeht wieder. You dudes ain't gonna have no more triads coming after. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey-ho! Who's up? We still gotta do Stretch and Agent Haynes. Wir machen erstmal Trevor. Aber Trevor ist schon in der Nähe davon, jedenfalls. Ja, ist schon fast da. Was der denn hier so schön ist, der hat aber nicht so viel. If you can patch me into his radio mic, I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. Ah. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Grr, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is it chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Or, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Hi, I'm Steve Haynes. This is Los Santos, a city of celluloid. Ja, und es wimmelt vor Bullen. Ja, toll. Blablabla. Wo soll ich denn bitte schön den Angriff planen hier? Ah, das war auch wieder scheiße. Okay. Kacke. Ah, vielleicht muss ich doch irgendwie auf den draufballern. Alter, wie genau der Scheiß immer im Weg ist. And you've got a unique look at what happened. Oh my God! Guy, his name is shot him. Requesting backup for a 187 at Del Perro Pier. We've been reported as FIB agent detained.
Wir laufen ein bisschen über den Strand. Na, 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 na. Der ist ganz schön leer hier, ne? Alter Schwede. Wie ist es denn so leer? Tja, somit ist der auch schon mal weg. Das heißt, es fehlt noch einer und dann noch der Hauptober-Tussi-Bussi. Lol, da vorne ist ein Bulle. Ernsthaft? Hey, Lester! I dealt with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. A Meriwether team was dispatched to protect him in his house in the Tongva Hills. I say house, it's more of a... Yeah, whatever. I'll go up there and get him. So who we got, man? Harold Stretch Joseph. Still outstanding. I'm taking care of him. Ich will auch zu ihm wechseln. Ich will ihn jetzt auch platt machen. Oh ja, Mikro, der hat viel mit Mikro. Hey, who this shaky white dude? Hey, where the fuck y'all going? Home, where the fuck y'all going? You one of them old dudes hangs with... I'm clear. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who janked us, homie. Thanks. So who we got, man? I'm picking up Devin Weston so we can have some fun with him. Now don't worry. I won't get started till we're all together. Not properly, at least. Ach, das ist doch, ist das der nicht mit seiner Frau oder? Nee. Ach nee, das ist der Milliardär, ja. Mhm, ja. Und? Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Der hat auch nichts mit einer Scheißkugel. Ne, hat er komplett nicht. Grrr. Da bist du doch. I'll find you. DW pays our salary, people. Come on. How much is asshole paying you? I hope it was worth it. I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet.
Put the weapon! Devin! Easy peasy hier, ey. Komm mal her, Devin. Oh. Oh, er ist weg. Oh, nicht schlecht. Hat sich da dem Ding versteckt. Nice. Oh, da steht unser Auto da im Weg. 6 Kilometer. Oh Gottes Willen. Wie ist der denn gefahren? Ich hoffe, dass der Wagen hier ein bisschen flott ist einigermaßen, aber das wirkt nicht ganz so sehr danach. Du bist in deinem eigenen Kofferraum, mein Freund. Das Ding wird scheiße. Hola! Hola, hallöchen! War noch ein The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. I've got nothing against you. I'm not gonna have you tied to this. Michael caused me problems, so Michael had to go. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me? I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I'm doing. This is a serious offer. Work for me, you'll have everything you'll ever wanted. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Genau sieht's aus. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company. Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, a fellow entrepreneur. Let me buy a stick and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Oh, wie schnell ist der da? For the end, my friend. Ich krieg den nicht. Oh. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. Hör auf, die hier zu wehren, Mensch. Du hast selber die Scheiße gebaut. Du hast gedacht, du bist unantastbar. Wir sind besser als Meriwether. Wir sind so stark. So geschickt. Und wie du schon sagst, so kreativ. Easy peasy. Hör jetzt auf, der Mensch. Go meditate, you phony prick. Oh. Alter Schwede. Ja, meckern noch mehr da hinten rum. Du auch. Du bist auch hier rüber gefahren zu mir. Nicht ich. Doch, ich kann das tun. Oh. Ganz easy hier, ganz easy. Here we are, Slick. For a few minutes for some one-on-one time. Dum da 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 da.
Okay, mit Musik sogar. Hey, we good, T? Never better, amigo. Franklin? I'll be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism of the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? Oh, no. I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Ach, schieben ihn runter. Und tschüss. Aber das ist nicht tief. Now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No. Alright then. As flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. No, man. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Ist es geklärt zwischen den beiden? Okay, das war's. Wir haben die Variante gewählt, wo alle überleben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt vergessen habe und nicht mitbekommen habe. Aber eigentlich wollten die ja nur das große Ding drehen und da wollte sich ja eigentlich der Trevor und Michael ja kümmern. Gut. Ist halt so nicht gekommen. Oder habe ich nicht mitbekommen. Ist ja auch nicht so wild. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja eigentlich vollkommen irrelevant. Ich muss sagen, von der Story hat mir jetzt einfach richtig viel Spaß gemacht. Viel Abwechslung. Ist echt gut. Ist wie man GTA kennt. Das ist eine richtig schön lange Story. Ja, von den Spielstunden her richtig schön. Und man ist ja nicht, man kann ja auch theoretisch die ganzen kleinen Nebenaufgaben machen. Wie Rennen etc. pp. Was ich jetzt nicht so mein Fall ist halt eben. Aber da gibt es genug. Also super Top-Spiel, ne? Ihr wisst, ich hab's jetzt ein bisschen spät in meine Playlist mit reingenommen, sage ich mal. Aber ein gutes Spiel, wie ein guter Wein, wird nicht schlecht. Ne? Kann man sich richtig schön angucken. Also, mir hat's gut gefallen von der Story her, auf jeden Fall. Bombe. Auch sehr schön zusammengearbeitet, die drei Storylines so an sich mit den übergreifenden. Vor allem, dass sie ja immer zusammen was geplant haben, haben diesmal sehr gut gemacht. Bei anderen Spielen hatten sie auch mal mit drei Charakteren was gemacht. Das war so immer so einzelne Stränge, dann war es fertig, dann ging es zum nächsten. So einzelne Stories, aber hier war es eine große gesamte Story, die auch echt gut Bock gemacht hat. Muss ich ehrlich sagen, top, super, klasse. Ich würde mich freuen, wenn irgendwann mal GTA 6 kommt natürlich, aber da müssen wir warten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen bei dem GTA 5 Singleplay, also Singleplayer-Modus.
Hoffe ich wirklich, weil es ist eine sehr, sehr schöne Story. Und wer es noch nicht gesehen hatte, wie gesagt, ist schon länger draußen, der konnte es jetzt vielleicht nachholen oder konnte es sehen, wie ich es spiele. In der Hinsicht, wie ich mich manchmal aufgeregt habe, wie es manchmal auch lustige Situationen gab. Ich fand's klasse, wie gesagt, kannst du wiederholen, ist ein super Bombenspiel. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich danke euch für eure Treue, ihr wisst es ja, wir sehen uns in den Livestreams. Ne? Danke für jede Mitarbeit, für jedes Kommentar, für jeden Like, wie gesagt, danke, danke für das Abo. Ich wünsche euch viel Spaß, oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao. Ah ja, das Spiel kriegt definitiv 1++.